Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier und auf frischem Marsch. Ich werde jetzt die Schweine zum Schlachthof fahren. Ich hatte ja kurz auf dem Aufnahmerechner in Neustadt durchgeführt, weil da wurde der Audio-Treiber installiert, ein neuer. Und da war auch der Ton weg gewesen vom Aufnahmeprogramm. Es kann sein, dass im letzten Minuten oder ja, da das Spielsound gefehlt hat. Ich war noch zu hören. Das schlägt ja aus und der andere halt nicht. Und ich würde es ja entschuldigen, dass es mal der Ton vom Spiel nicht da war. Ja, das ist immer schlecht. Zu anderen Programmen machen, was sie wollen. Ohne zu fragen, ne? Ich hatte kurz das Spiel pausiert. Weil ich ja weiß, die Schweine sind da sehr empfindlich. Obwohl bei Königin 1 sollte eigentlich nichts passieren, ne? Also die Schweine gehen jetzt zum Schlachthof. Und dann werden die Ferkel von da lang und Zuckerrüben. Wir fahren noch Zuckerrüben zur Zuckerfabrik und zwar vom globalen Markt. Ja, ich habe auch ein Feld da. Wenn verkehrt. Wasser wird aufgeladen, wie ich sehe. Und fährt nicht weiter. Warum fährt er nicht weiter? Müsst du eigentlich fahren. Müsste. Geht das schon wieder los? Wäre nicht gut. Oder sind da die Durchmengen reduziert? Ja, ich bin eigentlich auf dem verkehrten Ende. Da komme ich nicht durch, da muss ich ganz kurz Umweg fahren. Muss zum Bahnhof. Am Bahnhof vorbei. Da können wir durchfahren. Da dachte ich schon, wollte gerade Vollbremse machen. Die armen Tiere. Ja. Was soll dann laden? Dann fahre ich hier mal über links. Und dann beim Bahnhof nach rechts. Denn das fährt sich am besten so bei Schlachthof rein. Warum man so ist. Ja. Ist halt so, ne? Und die kommt auch gut rum. Güterbahnhof, ne? Und unsere Schweine gehen geradeaus zu. Sind ja. Ja, kann man jetzt nicht sehen. Der Steueranhänger ist voll. Ich habe letzten Tiere aufgebracht, die waren 0,4 Jahre alt. 4. Das ist aber ausreichend. Vom Gewicht her haben sie etwa 10 Kilo weniger oder 15. Je nach Geschlecht. Aber ich wollte nicht leer fahren, ne? So haben wir nächstes Mal wieder. Ja. Naja. Also zum Herbst und wieder eine Fuhr fahren, ne? So. Ich hab nicht zurück. Das muss über 60 sein normalerweise. Hier mal das einstellen. Und wir gucken mal gleich. Geht doch. Leer. Paletten und Verpackungen haben wir noch genug. Dann passt das. Jetzt fahren wir zurück zum Stall. Erinnern sich über den Güterbahnhof. KI-Verkehr ist ja aus. Sonst wäre es gefährlich, ne? Normalerweise ein PKW, LKW ist eigentlich der Sieger schon steht vorher fest. Ne? Also ist der PKW Matsch. Weil das ist ein Jeep oder sowas, ne? Dann ein bisschen anders, ein großer hier, ein ganz großer. Aber normaler PKW tut ein LKW nichts. Gegenteil. Ungünstig kommen, da sind die meisten tot aber zu fordern. Ne? Also Autobahn und so. Wenn sie hinten aufrauschen oder umgekehrt, dann ist das PKW Quatsch, Matsch. Zerquetscht. Das ist immer kein schöner Anblick. Ja. Aber gut.
Unglück schläft nicht, sag mal so, ne? So, Ferkel, ihr müsst rüber zum anderen Stall. Hoffe, dass wir jetzt kein Futter haben müssen. Das könnte durchaus sein, dass so ist. Blocking 0,0. Unser Wasserfahrzeug. Wenn der Schwierigkeiten macht, dann müssen wir sie gehen. Okay. Ohne Zucker rüben. Nee, fahren alle. Wenn sie fahren, ist mir gut. Dann ist mal Blocking abladen oder beladen. Ne? Muss abladen gewesen sein. Ja, sonst wären sogar zu sehen. So, ihr Kleinen. Ihr müsst rüber. So. Zu euren Brüdern und Schwestern. Ja, ich überlege mir, dann weiter ein anderes Spiel mir anzuschauen. Und zwar die Gilde. Ich weiß noch nicht genau, wie das genau funktioniert. Aber das wäre dann mal eine ganz gute Abwechslung. So, 0,3. Die 3,3 Tiere sollen nicht rüber. Das sind die Muttertiere. Und die 0,2er. Und Jünger natürlich, ne? Noch viele? Die fahren wir das nächste Mal. Ja, die sehen genauso aus wie die alten Tiere, aber vom Gewicht her ist das ganz anders. Also hier so eine Handvoll, ne? So ein Ferkel, so ein kleines Jungtier, sind ganz, ganz leicht. Kann man leicht tragen. Soll aber bedenken, dass die Sau nicht in der Nähe ist, wenn man die in der Hand nimmt. Da ist sehr aggressiv. Mutterinstinkt halt, ne? Verteidigung. So, wieder einen rübergebracht, ne? Ein Anhänger voll. Jetzt kann ich gleich die Kälber auch noch. Wahnsinn, 1437 Tiere bis jetzt. Bestätigen. Dann wollen wir ganz kurz gucken, mit Futter, wie das jetzt klappt. Ob das sich Auswirkungen hat. 68, das ist ein grüner Bereich, das ist gut. Und hier ist auch ein grüner Bereich, das ist auch gut. Das ist mir ganz wichtig, dass man da den Blick hat, ne? Denn falls man nachts doch schlafen geht und ja, dann ist es zu spät, ne? Dann ist, naja, bestenfalls nur krank, ne? Im schlimmsten Fall der Tod, ne? Also man sollte nachts nicht schlafen gehen, wenn die Tiere im Hänger sind, ne? Ganz schlecht. Oder schnell vorspulen ist auch ganz schlecht. So. Ja, mit Mist muss ich mir auch was einfallen lassen. Irgendwann. Irgendwas. Und zwar mit Förderband und einer automatischen Strecke zum BGH. Weil ich habe zu viel Mist. Das ist echt ein Problem. Und das ist ja auch totes Geld, ne? Ich meine, ist blöd. Es ist. Ich kriege die Düngerproduktion nicht verarbeitet. So. Bestand. Ich wollte die jungen Kälber. Ja, da haben wir schon zwei. Eins, zwei, drei. Egal ob weiblich oder männlich, das ist immer da wurscht. Dann könnte ich eher die älteren weiblichen Tiere zurückbringen, ne? So. 4 Jahre alt, also noch 3 Jahre noch, dann müssten die weg.
So ungefähr. Wenn man sie dann noch lebendig, dann kann man auch sagen, okay, jetzt haben wir mal richtig Schwung für Rindfleisch, für Fleisch beim Schlachter. Ne? Das ist ja leider so. Die Tiere, die müssen ja eigentlich rechtzeitig, bevor sie einen natürlichen Tode sterben. Ne? Klingt ein bisschen verrückt, aber ist ja halt so. Ja, das ist ein ganz schöner Schwung geworden, ne? Riesenkälber. Ja. Wie gesagt, das ist so ein Ding, wo es Entwicklungsbedarf gibt, ne? Also, wenn man Season zum Bestandteil des Spiels wird, als Hauptspiel, dann müssen auch die Tiere entsprechend angepasst sein. Guck hier, 1,2 Jahre alt, die sind ja fast schon in dem Bereich, wo sie bald Jungtiere kriegen, ne? Also, 2 Jahre ungefähr ist es ungefähr soweit. 1,5. Oh, das ist schon. Bestätigen. So, wenn wir gucken nach dem Zustand des Futters. Wasser ist eigentlich kein Problem. Also, Mischration passt und hier auch. Das reicht bis morgen noch. Die haben auch Gras jetzt, ne? Wie gesagt, 200 Tiere. Milchkühe. Milch aber noch nicht viel. Also bei der Schöne 1 kommt nicht zusammen. So, den werden wir jetzt wegstellen oder hier gleich hinstellen. Also das ist ein guter Platz für. Was wollte ich denn? Achso, Verkauf. Blocking, Zuckerrüben, Blocking, dann ist er fetter, der ist voll. Blocking, Wasser, was ist mit Wasser los? Was ist mit Wasser? Was ist damit los? Das will er nicht ausladen. Nö. Habe ich einen verkehrten Punkt eingegeben? Wo ist denn der überhaupt? Der Flucht? Das sollte eigentlich hier im Kreis fahren, ne? Glaub's nicht. Wo habe ich den hingeschickt? Das ist da unten beim... Ja. Nee. Feldschwein. Ich habe da irgendwas eingegeben, das stimmt, aber das hat doch nicht jetzt eher so gemacht. Wasser ist nicht drin. Beladen, Wasser. Entlade. Beladen, Wasser. Und was verrückt. Abladen. Nee. Ich muss mal einen Ordner machen. Portion. Oh. Entladen, Wasser, Fabrikes. Beladen, Wasserbrauerei. Könnte man auch machen. Aber Beladen, Wasser. Lass ich mal durch den Feld fahren. Ne? Das ist ja schon. Ja, abenteuerlich, was ich da gemacht habe. Dann kann es auch nicht funktionieren, ne? So. Jetzt muss ich mal gucken. LKW. Tankstelle kann man nicht einsetzen. Ja, ist. Naja, ist schon spät, aber das ist jetzt. Das kann nicht der Grund jetzt sein, ne? So. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, das wollte ich machen. Ich wollte jetzt gucken, dass ich hinkriege, dass ich da. Jetzt mal spaßeshalber. 2 Förderbänder kaufe. Oder habe ich noch welche? Garage. Zwar geht es darum, dass ich unser Mist jetzt mit einem Förderband
einfach so hinstelle und dann abtransportieren lasse. Auf längerer Sicht. Nee, habe ich nicht. Okay, wir haben zwei Mist. Den machen wir mal zwei fertig. Das heißt, zwei Förderbänder kaufen. Und zwar. Na, nicht gleich zwei kaufen, wir kaufen mal eins. Schade, dass hier kein ne, braunes Mist. Da können wir schon mal zwei kaufen. Zurück. Dann brauchen wir für den Transport dieses. Da brauchen wir auch zwei. Und hier können wir keine Farbe aussuchen. Das ist ungünstig, ne? Das ist neu. Gut, da kaufen wir mal zwei. Zurück. Und dann brauchen wir das große, wo wir das Prinzip einbringen können. Da kaufen wir auch zwei. Muss ich mal anschauen. Zurück. Zurück. Ich muss da so hinfahren, ne? Ich wollte es aufstellen und dann mit Outdrive den Mist zur BGH fahren. Da brauche ich mit einem großen Anhänger. Und mal schauen, ob ich da auch hinkriege mit einem Ordner. Das muss ich vielleicht offline gucken. Oder Holger hat ja heute ein Video ausgebracht, also heute aktuell vor kurzem. Das wäre ganz interessant. Da muss ich mir Zeit für nehmen. Das war ein sehr langes Video. Aber das kann ich ja morgen in aller Ruhe machen, wenn ich bearbeite. Nachts nicht mehr. Wie das funktioniert, wenn Ordner. So, ich wollte mal gucken, was hier neu ist. Bin ja beim Livestream leider nicht dabei. Bin ja meist beschäftigt. Mit Arbeit oder Schlafen. So, mal gucken mal. So. Tamara. So, was haben wir noch Schönes hier? Fett Landwirt? Achso, das ist er. Das ist nicht er. Keule. Sehr viele dabei. Geert. Hat mich, glaube ich, auch abonniert. Totti. Mal gucken, was alles dabei ist, ne? Wie bei Twitch, meine ich ja vom Dings hier. Na. Da schon. Von dem Ding da hier vom. Von Amazon. Ist ja gratis. Da war ich wohl gerade nicht dabei. Oder? Was er klappt nun? Aber das macht ja nichts, nicht so wichtig. Meine Zahlung eingestellt. Könnte sein. Auch nicht mit Absicht. Fühlt mich nicht. So. Ach, da oben. Aber hier bin ich dabei. Und hier muss ich mal pünktlich zum 18. irgendwie, weil das war wahrscheinlich doch das auch noch. Ah!
Dick ist dabei. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ja, es kann schon sein, dass ihr bei Twitch ist ja so, das muss ihr wieder erneuern nach jedem Monat. Und ich kann ja nicht immer dabei sein. Beziehungsweise durch die Schichtarbeit kann es sein, dass ich es nicht schaffe, an dem Zeitpunkt zu erneuern. Bin ja leider auch nicht immer so viel Freizeit, wie ich haben möchte. Ist ja, wenn die Arbeit ruft, dann ruft die Arbeit, ne? Ist ja halt so. So, den ersten. Den stellen wir hier ab. Dann holen wir den nächsten für den zweiten Stall. Und dann muss das so aufgebaut werden, dass es hier vorne lang gefahren wird. Also ganz, ganz links. Ne? Also. Oh, Überlänge. So, liebe Schauer. Das soll es halt für heute auch schon gewesen sein. Ich sag mal tschüss. Und ciao, ciao. Wünsche euch allen einen schönen Freitag, ne? Und einen guten Start ins Wochenende. Tschüss. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.